Noch ist es leer im Führungsstab, aber ab Donnerstagnachmittag schlägt hier das Herz des Polizeieinsatzes für die Sicherheitskonferenz. Einsatzleiter ist dann wieder Polizeivizepräsident Werner Feiler. Kurz nach dem Oktoberfest wird immer mit der heißen Planungsphase für die SIKO begonnen. Also im Führungsstab sind die Spezialisten, die eigentlich das ganze Zeug mit vorbereitet haben, angefangen von den Verkehrsmaßnahmen, von den Personen- und Objektschutzmaßnahmen, von den Versammlungslagen, vom Hotel Bayerischen Hof. Und wenn irgendwelche Abweichungen zu den Planungen stattfinden, dann werden die hier im Führungsstab überprüft und werden eventuell nachgebessert. Also das ist so das Herzstück der Veranstaltung. Alle möglichen Eventualitäten sind laut Polizei in den Wochen und Monaten vor der Sicherheitskonferenz geplant worden. Entsprechend bekommen die Einheiten auf der Straße die sogenannte Auftragstaktik, an die sie sich halten müssen. Kommt es aber dann beispielsweise bei der großen Demonstration am Samstag zu Problemen, greift der Führungsstab ein. Wenn es Abweichungen gibt, es gibt neue Erkenntnisse, die Versammlung entwickelt sich anders, wie man das gedacht hat, dann wird hier im Führungsstab nachgebessert. Wir hatten vor einigen Jahren ein Problem mit dem Zugweg. Dann haben wir mit dem Versammlungsleiter einen möglichen neuen Zugweg angedacht. Und hier der Führungsstab hat den ausgearbeitet, hat anhand der Örtlichkeiten, der Baustellen, was alles vorhanden ist, einen neuen Zugweg vorgeschlagen, den wir dann auch gegangen sind. Unvorhersehbar sind auch manche Sonderwünsche der Konferenzteilnehmer. So wollte der damalige US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld einmal zum Squashen nach Nymphenburg fahren. Oder seine Amtsnachfolgerin Hillary Clinton wollte eines Morgens das schöne Wetter genießen und zu Fuß von ihrem Hotel zum Bayerischen Hof spazieren, statt mit der Limousine chauffiert zu werden. Auch dann muss der Führungsstab Höchstleistung zeigen. Also da müssen im Grunde die ganzen angedachten Konzeptionen und Überlegungen nochmal angeschaut werden. Was tangiert es? Zum Beispiel geht es schon los mit dem Verkehr. Wie kommen wir zu der, nehmen wir mal an, der will im Englischen Garten laufen oder spazieren gehen. Wie kommen wir da hin? Wie fahren wir hin? Welche Personenschutzmaßnahmen müssen wir dann durchführen? Welche Kollegen sind dann noch in der Nähe, um einfach aufzupassen, dass da nichts passiert? Damit nichts passiert, bringen viele Delegationen ihre eigenen Personenschützer mit. Doch diese haben hier in München während der Sicherheitskonferenz eigentlich keine Befugnisse. Also es gibt im Vorfeld sehr gute und sehr enge Zusammenarbeit mit den gesamten ausländischen Personenschutzkräften. Die Maßnahmen werden von uns durchgeführt und die Kräfte, die sie aus dem eigenen Land mitgebracht haben, die unterstützen natürlich da für den einzelnen Staatsgast. Aber die Maßnahmen bleiben bei der bayerischen Polizei. Die 54. Sicherheitskonferenz in München. Routine für die Polizei, aber inzwischen auch für die Bürger. Ab Freitag früh wird der Promenadeplatz wieder zur Sperrzone. Am Sonntagabend ist dann wieder alles vorbei.